Lena angesehen. Hatte das etwas damit zu tun? Hören Sie, ich kann Ihnen nichts darüber sagen. Machen Sie Ihren Job und ich mache meinen. Na schön. Wiedersehen. Würden Sie mir dann wenigstens erlauben, einen kurzen Blick in den Tunnelkomplex zu werfen? Ich werde mich nur kurz umschauen und sofort zurück sein. Auf keinen Fall. Der Befehl lautet, niemand betritt die Tunnel. Nervige Historiker eingeschlossen. Verduften Sie jetzt, okay? Ich habe eine offizielle Genehmigung, die Tunnel zu betreten, also lassen Sie mich rein. Das können Sie vergessen. Die Genehmigung bezieht sich nur auf die Umgebung der Tunnel. Wie soll ich meine Arbeit machen, wenn Sie mich nicht reinlassen? Ich bin extra hergekommen, um die Tunnel zu erforschen. Haben Sie nicht zugehört? Niemand darf rein, solange das Gebiet nicht abgesichert wurde. Beruhigen Sie sich, ich will keinen Ärger. Gut für Sie. Und jetzt verschwinden Sie. Erzählen Sie mir mehr von dem Tunnelkomplex. Was befindet sich in seinem Inneren? Wie schon gesagt, ich hatte nicht viel Zeit, mich umzusehen. Da unten gibt es ein ganzes Stollensystem. Einige werden von Balken abgestützt, andere sind schon eingestürzt. Mehr nicht? Nur ein paar Stollen? Der Professor hat mich ganz sicher nicht hergeschickt, um auf ein Loch im Boden zu starren. Es muss da unten mehr als ein paar Stollen geben. Naja, nicht ganz. Es gibt an einem Ende eine Stahltür, die noch tiefer hineinführt. Mist, warum kann ich nicht einfach meine Klappe halten? Sie dürften gar nichts darüber wissen. Was? Warum? Naja, noch nicht. Sie werden mehr erfahren, wenn die Zeit reif ist. Warum diese Geheimniskrämerei? Mir scheint, er weiß eine ganze Menge mehr, als er zugibt. Es gibt nichts zu bereden. Wie geht's Ihnen? Heute ist alles in Ordnung. Gestern war's nicht so gut. Es hat die ganze Nacht geschüttet. Und raten Sie mal, wer Wache schieben durfte, ha? Huh? Was machen Sie überhaupt hier? Eigentlich nichts Besonderes. Ich mache nur ein paar Fotos für den Bericht. Hört sich ziemlich langweilig an. Aber Sie sollten nicht mehr mit mir sprechen. Dem Major könnte das missfallen. Es gibt nichts, worüber wir sprechen müssten. Wir haben nichts zu bereden. Es gibt nichts zu bereden. Es gibt nichts, worüber wir sprechen müssten. Ich habe mich umgesehen und weiß noch nicht, wie ich in den Tunnelkomplex kommen soll. Es wird nicht einfach. Einer der Soldaten steht direkt vor dem Eingang. Ja, ich weiß. Er hat seine Befehle und wird seinen Posten keine Minute verlassen.
Es ist wahrscheinlich besser, wenn wir bis zur Nacht warten. Jetzt können wir nicht viel tun. Während Sie den Eingang untersucht haben, habe ich nachgedacht. Und ich weiß, wie wir hineinkommen können. Wir beide. Beide? Das wird noch verdächtiger sein. Nun, ich habe einen Plan. Und zusammen könnten wir ihn durchführen. Also, sind Sie interessiert? Ich finde die Idee nicht überragend. Ich traue ihm nicht über den Weg. Aber scheinbar habe ich keine andere Wahl. Gut, ich höre zu. So wenig ich Stasek auch vertraue, sein Plan könnte funktionieren. Außerdem habe ich keinen eigenen Plan. Wir haben uns darauf geeinigt, die Wache beim Tunneleingang zu überlisten. Die Lage schien ganz und gar nicht hoffnungslos zu sein, und die Nacht brach schnell herein. Eine Sache ging mir allerdings nicht aus dem Kopf. Welchen Grund könnte er haben, mir dabei zu helfen, in den Tunnelkomplex zu kommen? Ich stand erst nach Mitternacht auf und schlich mich in die Dunkelheit des Waldes. Das Licht im Wohnwagen brannte, genau wie wir es verabredet hatten. Die Stille der Nacht wurde nur von den Lauten der Nachttiere unterbrochen. Sind Sie hier? Niemand hier. Ich bin sicher, dass wir uns um diese Uhrzeit treffen wollten. Vielleicht laufe ich ihm irgendwo im Lager über den Weg. Leere Flaschen, Karten und ein Aschenbecher. Nichts, was ich brauchen könnte. Mindestens haltbar bis 10. Juli 2003. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist jedenfalls überschritten. Naja, eine gute Dose kann nicht schlecht werden, oder? Da ist etwas in der Tasche. D2... 82. Wofür könnte er diese Zahl brauchen? Ich kann nicht weitergehen. Er würde mich sehen. Der Eingangsbereich ist zu hell beleuchtet. Ich kann nicht näher heran. Sie sind zwar essbar, aber ich habe keine Verwendung für sie. Eine kleine Nachtwanderung, hä? Naja, mehr oder weniger. Ich kann nicht schlafen. Oh, ich könnte auf der Stelle einschlafen. Das ist meine zweite Nachtwache in Folge. Ich kann kaum die Augen offen halten. Ich wünschte, die Sprengstoffexperten wären schon hier. Morgen, richtig? Hoffentlich kommen Sie nicht eine Stunde zu spät. Ich bin fix und fertig. Warum setzen Sie sich nicht hin? Niemand wird Sie hier kontrollieren. Oh doch, der Major spürt sowas und wird mit Sicherheit sofort rauskommen, sobald ich mich hinsetze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden kümmern würde, wenn Sie sich für eine Weile setzen. Haben Sie Wehrdienst geleistet? Ja, das habe ich. Dann wissen Sie ja, was ein Befehl ist. Und mein Befehl lautet, die ganze Nacht Wache zu halten. Nichts mit hinsetzen. Das Lager ist taghell beleuchtet. Das hilft nicht gerade beim Einschlafen. Wie wäre es, ein paar der Lichter auszuschalten? Unmöglich. Der Major würde das nicht billigen. Ich glaube nicht, dass wir angegriffen werden. Sie dürfen auf keinen Fall ausgeschaltet werden, da Sie direkt mit dem Generator in der Hütte verbunden sind. Wenn Sie eine Reihe ausschalten, ist der halbe Wald düster wie ein Verlies. Zu blöd. Das Licht scheint genau in meinen Wohnwagen. Dann schließen Sie die Fensterläden. Die Lichter müssen eingeschaltet bleiben. Die alte Hütte hinter den Wohnwagen ist verschlossen. Wissen Sie vielleicht, wie ich da hineinkomme? Wofür?
Sie sind ganz schön neugierig, nicht wahr? Was wollen Sie denn da? Ich würde gern einen Blick auf die Lichter werfen. Die Lichter müssen eingeschaltet bleiben. Befehl vom Major. Nachts ist die Hütte verschlossen und nur der Major hat einen Schlüssel. Verduften Sie jetzt. Kein Problem, ich habe ja nur gefragt. Die Wache beobachtet mich. Ich kann nicht einfach hineinmarschieren. Scheinbar hat vor kurzem noch jemand darin gelegen, aber keine Spur von Stasek. Abgeschlossen. Die Farbe blättert ab. Abgesehen davon sieht der Wagen bewohnbar aus. Ich kann nicht weitergehen. Er würde mich sehen. Der Eingangsbereich ist... Offensichtlich werden Sie heute Nacht nicht zu Bett gehen. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Vielleicht. Kommt darauf an, was Sie brauchen. Ich kann mich kaum auf den Beinen halten und habe einen Bärenhunger. Ich könnte was zu essen brauchen. Aber ich habe nichts bei mir und weiß auch von keinem Restaurant in der Nähe. Es ist mir auch ganz egal, was es ist. Können Sie mir etwas besorgen? Ich werde es versuchen. Die kommen mir jetzt gelegen. Ich muss noch ein wenig warten. Das sollte genügen. Hier, ich habe etwas für Sie, aber es ist nicht viel. Ah, Bohnen mit Pilzen? Ich konnte nichts Besseres auftreiben. Oh, schon in Ordnung. Solange es nur warm ist, ist es perfekt. Danke. Keine Ursache. Ein Glas und ein paar Flaschen mit Öl und Essig. Alles ist vor mindestens einem Jahr abgelaufen.
Bäume wurden von Arbeitern gefällt, um den Wald zu lichten. Hey, Sie! Kommen Sie mal her! Was für einen Dreck haben Sie in die Dose getan? Was waren das für Pilze? Die Pilze waren essbar. Ich würde eher die Bohnen verdächtigen. Die könnten abgelaufen sein. Das ist jetzt auch egal. Ich muss... Sie wissen schon was. Halten Sie kurz für mich Wache. Ich bin in einer Minute zurück. Oh, da ist was in der rechten Brusttasche. Das hier ist nicht belegt. Der Major schläft hinten im Zelt. Ich gehe nicht weiter hinein. Abgeschlossen. Klasse. Der Schlüssel passt. Sie ist schwer, wahrscheinlich voll mit Werkzeugen. Sehen wir mal nach, was darin ist. Sie lässt sich nicht öffnen. Was war das für ein Geräusch? Er ist abgeschlossen. Ich kann nicht hineinsehen.